Cyberport präsentiert das Samsung Galaxy Tab A10.1. Mit dem Galaxy Tab A10.1 bringt Samsung ein Tablet auf den Markt, das bestens für mobiles Entertainment geeignet sein soll. Es handelt sich dabei um ein Mittelklasse-Modell, welches speziell mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen will. Ob das klappt, finden wir jetzt heraus. Die technischen Daten zuerst. Das Tablet ist 25,4 cm hoch, 15,5 cm breit und 8,2 mm tief. Das Gesamtgewicht beträgt 525 Gramm. Das Display ist 10,1 Zoll groß. Für die Leistung ist ein Exynos 7870 Octa-Core-Prozessor verantwortlich. Außerdem stehen noch 2 GB Arbeitsspeicher und weitere 16 GB interner Speicher zur Verfügung. Letzterer kann mittels MicroSD-Karte erweitert werden. In puncto Design handelt es sich beim Galaxy Tab A10.1 um ein typisches Samsung-Tablet. Die Ecken sind stark abgerundet, die Rückseite ist bis auf die Kamera komplett flach und ein Großteil der physischen Tasten befindet sich auf der rechten Seite. Zudem besteht das Gehäuse vollständig aus Kunststoff. Mit knapp 1 Zentimeter Tiefe wirkt unser Testgerät zudem noch relativ wuchtig. Insgesamt macht das Galaxy Tab A aber einen guten Eindruck. Die Verarbeitung ist gelungen und durch das grifffeste Material liegt das Gerät auch gut in der Hand. Natürlich wirkt das Tab A nicht so hochwertig wie beispielsweise ein iPad Pro oder das Samsung Galaxy Tab S2. Diese beiden Tablets liegen preislich jedoch über dem Galaxy Tab A 10.1. Deswegen geben wir ein Gut. Kommen wir zum Display, welches beim Galaxy Tab A 10.1, wie der Name schon sagt, 10,1 Zoll misst. Der Bildschirm löst mit 1920x1200 Pixeln auf und kommt im 16:10 Format daher. Die Pixeldichte beträgt 224 ppi, was für diese Preisklasse ein recht guter Wert ist. Zum Vergleich, das Display des Vorgängers war mit 9,7 Zoll etwas kleiner und löste mit wesentlich weniger Bildpunkten auf. Insofern liefert uns Samsung mit dem Nachfolger eine spürbare Verbesserung. Das Resultat? Knackig scharfe und detailreiche Wiedergabe von Texten, Bildern und Videos. Einen weiteren Pluspunkt gibt es für die maximale Helligkeit. Über 500 Candela pro Quadratmeter schafft das Panel, wodurch das Display auch bei Sonnenschein gut ablesbar ist. Zu guter Letzt überzeugt das Samsung-Tablet dann noch mit sehr guten Farb- und Kontrastwerten. Wir finden ein sehr gutes Display, an dem es kaum etwas zu bemängeln gibt. Für die nötige Power sorgt bei unserem Testgerät der Samsung-eigene Exynos 7870 Octa-Core-Prozessor mit einer Taktrate von 1,6 GHz je Kern. In puncto Grafik verrichtet ein ARM Mali T830 seine Dienste. Daneben stehen noch 2 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Diese Kombination sorgt für ein ruckelfreies Erlebnis beim Surfen, Videos schauen und allen anderen Operationen. Spiele wie Asphalt 8 oder Dead Trigger 2 laufen auf dem Galaxy Tab A mit bis zu 60 Frames überzeugend flink. Ein sehr gutes Ergebnis. Beim Betriebssystem handelt es sich um das aktuelle Android Marshmallow, welches Samsung um die eigene TouchWiz-Oberfläche ergänzt. Neben dem OS haben die Südkoreaner die nötigsten Apps wie das Microsoft Office-Paket, Google und Samsung Apps und für besorgte Eltern auch einen erweiterten Kindermodus installiert. Die Software nimmt damit 7 GB internen Speicherplatz in Anspruch, das heißt von ursprünglich 16 GB bleibt leider nur noch etwa die Hälfte übrig. Eine zusätzliche MicroSD-Karte ist damit quasi Pflicht. Wir geben ein Gut. Von der Konnektivität her ist unser Testgerät umfassend ausgestattet. Es bietet drahtlose Verbindungen via WLAN AC, Bluetooth 4.2 und GPS. Auf NFC-Kommunikation oder die kontaktlose QI-Ladetechnik muss der Nutzer leider verzichten. Immerhin gibt es das Galaxy Tab A auch in einer LTE-Variante. So ist man auch unterwegs online. Ein gutes Ergebnis. Die Hauptkamera des Galaxy Tab A löst mit 8 Megapixeln auf, verfügt über eine Blende von f1.9, einen Autofokus sowie einen LED-Blitz. Softwareseitig stehen neben dem Automatikmodus noch 8 weitere Bildmodi zur Verfügung. Ein Plus gibt es hier für den Pro-Modus, wodurch der Nutzer immerhin 3 Bildparameter individuell einstellen kann. Das klingt zwar alles ganz toll, die Bilder können jedoch leider nicht überzeugen. Bei den Fotos fehlen Details und Schärfe. Außerdem werden die Farben sehr unrealistisch wiedergegeben. Leider nur ein befriedigendes Ergebnis. Wie sieht's bei der Akkuleistung aus? Der Akku fasst 7300 mAh und hält bei intensiver Nutzung fast 8 Stunden durch. Nutzt man das Tablet etwas sparsamer, schafft unser Testgerät sogar bis zu 10 Stunden. Dafür gibt es den Daumen nach oben. Unser Fazit.
Samsung hat mit dem Galaxy Tab A 10.1 definitiv ein solides Tablet geschaffen. Das Design ist zwar nicht das schönste und die Kamera nicht die beste, dafür punktet unser Testgerät mit hohem Leistungsvermögen, aktueller Software und einem ausdauernden Akku. Wir finden, der Hersteller bietet mit diesem Tablet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und geben deswegen 4 von 5 Cyberstars.